muss ich noch durch das andere Tor. So, ja. Jasmin im Himmel sagt, guten Abend. Guten Abend, Mädchen. No, alles klar. Oh, er läuft schon wieder ganz alleine, ne? Die ganze Zeit. Unglaublich, ey. Oh, mir geht's auch ganz gut. Sag mal, kann das sein, dass deine Migräne schwächer ist, wenn das draußen kälter ist? Also, dass du mehr Migräne eher so an den wärmeren Tagen hast? So sommermäßig oder? Ist das vielleicht possible? Ach, es ist eher dieser Wechsel, okay. Ansonsten ist das eher unregelmäßig. Also wenn der wenn die Temperaturschwankung doch ein bisschen zu hart ist. Ey, lass mich durch. Okay, lass mich durch. Gerade am überlegen, ob ich nicht hier einfach so ein bisschen die Mannequin hier so ein bisschen wegfarme, so ein bisschen. Damit sie mir nicht so auf den Sack gehen. Ich glaube, das werde ich mal machen. Wieder so ein bisschen wegfarmen. Willkommen. Ich fahre jetzt hier einfach alles weg. Okay, nice. Aber wir wissen ja, laut Fakt, dass das Spiel ja irgendwann die Gegner nicht mehr respawnen lässt. So. Erst holst du den Ventilator raus, weil es 30 Grad sind, und kurz danach holst du die dicke Decke wieder. Weil der Ventilator zu stark ist, ne? Ja, aber wenn du mal überlegst, ja, wie kalt es jetzt wieder in den letzten Tagen geworden ist, im Gegensatz zur letzten Woche. Also nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche eigentlich schon. Wie warm das da noch war. Vor 10 Tagen oder so. Das ist schon echt erstaunlich, ja. Darfst du gar nicht runter? Der Gegner hängt hier irgendwie fest, soll ich das? Na gut, dann lassen wir den noch. Okay.
Aua. Alter, die ist einfach so unfair, wie manche Gegner hier platziert sind, ey. Ist einfach unfair. Einige Gegner sind echt so platziert, dass sie dich wirklich abfacken sollen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, du hast zwar auch manchmal so eine hinterhältigen Platzierungen bei Dark Souls 3 oder sowas, ne, wo dann auf immer so ein Gegner hinter einer Ecke steht oder so und du hast ihn halt nicht gesehen. Ja, aber da sind dann nicht, weiß ich nicht, 5 Gegner gleichzeitig, die auf dich eindröschen, sondern nur der eine. Alter, verpiss dich. Lass mich in Ruhe, ey. Du hast dann halt nur einen, der um die Ecke steht, dich vielleicht trifft, ja, okay. Aber das war's dann auch. Und hier hast du teilweise 5 Gegner, die da auf dich eindröschen. Was einfach total unfair ist. Anvisieren! Da brauchst du dich wegkriegen, komm. Komm ran auf den Meter. Ah, oh, dieses... Alter, dieses Aimen von dem Spiel, das ist echt der Hammer, ey. Wozu visierst du überhaupt an, wenn das Spiel nicht mal für dich aimt? Wozu visierst du überhaupt an, ey? Ah, schon wieder. Wozu sehe ich überhaupt an, wenn ich dann eh daneben schlage? Hast du eigentlich meine Discord-Nachricht noch gelesen heute? Hast du gerade gesehen? Hast du gerade gesehen? Ist dann noch hoch 5000, ey, wirklich. Holy shit, ey, wie kann man wohl so eine Scheiße machen, ey, wirklich. Wie kann man wohl so eine Scheiße machen.
kann man bloß so eine Scheiße machen, ey. Hallo. Hallo, Schild wechseln, danke. Und schön daneben gehauen, wie immer. Woohoo! Warum visiere ich die Scheiße überhaupt an? Den Wort oder wie der heißt er? Von Nordwindtal? Den meinst du? Nochmal, warum sehe ich die Scheiße überhaupt an? Nicht funktioniert. Stelle. Einfach nur unfaire Gegnerplatzierung. Total übertrieben. Ohne Logik, ohne Verstand. Einfach nur, um den Spieler abzufacken. Das ist kein gutes Design. Das ist kein gutes Design. Und das Spiel ist voll davon. Und das Spiel ist voll davon. Meinst du den? Warte ich. Moin Mietchen, na, hast du schon Void vom Nordwindtal geschafft? Ist das der erste? Also der Tutorial-Boss zählt nicht, ja? Als erster Boss. Laut dem Wiki steht er als erster Boss drin. Aber im Prinzip, ja, ist es eigentlich nur der Tutorial-Boss. Weil die Belohnung ist ja, dass du dann in die Hub-Welt darfst, ne? Zum Feuerbandschrein. Oder Feuerlinkschrein. Oh cool, kommen nur noch drei raus. Hab ich bald fertig gefarmt hier. Yeah. Wuhu. Der Tutorial-Boss war easy, der hat mich nicht mal erwischt. Die meisten sind doch deine Videos, die du da hochgeladen hast, oder? Oder sind das fremde Videos, die du da hochgeladen hast? Dann hast du den noch voll weggecheased. Schämst du dich da gar nicht? Dass du den da so weggecheased hast?
Alter Junge, komm doch mal ran auf den Meter. Oh, den können wir ja auch gucken. Mann, du Pfotze! Auf da mit deinem scheiß Blitz rumzuballern. Hallo, ich visiere an, also kannst du auch in die Richtung schlagen. Was hältst du denn davon? Boah, der nervt, Alter, der Typ. Der nervt, Alter. Komm doch mal hier um die Ecke. One on one, Alter. Los, komm, geh mal da in die Ecke. Wolltest du da in die Ecke rein? Verstehst du mich nicht, Alter? Bin ich chinesisch oder was? Trinken. Der runter, ja. Okay, dann falle ich ja drunter. Doch, okay. Irgendwann ficke ich den auch noch weg. Also ich bin ganz ehrlich, ne? In Dark Souls 3 hat ja auch so ein paar Stellen, wo man so auch so denkt, so von wegen, what the fuck, was soll der Scheiß? Aber das ist nichts im Vergleich zu Dark Souls 2. Dark Souls 2 besteht zu 40% aus unfaire Scheiße. Wogegen Dark Souls 3 vielleicht gerade mal 10% davon hat. Ohne Scheiße. Dark Souls 2 ist so unfair. Wirklich unfair. Weil einige Gegner haben so eine krasse Reichweite, wie du gerade gesehen hast. Ja, ich war außerhalb der Reichweite, er war innerhalb der Reichweite. Ich warte, bis der Zauber weggeht. Also in erster Linie muss natürlich ein Spiel Spaß machen. Ne? Wenn ich ein Spiel nur abfuckt, macht es auf Dauer natürlich keinen Spaß. Ist klar. Ich meine, wenn man abfuckt, weil man schlecht ist, ist es ja eine Sache. Aber wenn man abfuckt, weil das Spiel...
Spiel unfair ist, ist das eine komplett andere Geschichte. Na, hör doch mal auf mit deinem scheiß Blitz. Nee, nicht Blitz. Ein scheiß Bogenkack hier. Ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Guck mal weiter, was hier so abgeht. Da haben wir auch noch so ein Faster Muschi. Kommt der runter? Ah, der kommt runter. Wie denn gezaubert? Der gehört nicht zu mir, oder? Die Custom Muschi hier mal weg. Hier ist auch noch mal so ein Bogenschützen. Arschloch. Laufen. Spiel. Hallo. Drücke nach links. Ich weiß nicht, ob das ein Bug von dem Spiel ist. Ich habe mich da auch ehrlich gesagt gar nicht so auseinandergesetzt damit. Mal im Forum irgendwie nachgelesen. Aber manchmal läuft das Spiel einfach. Also der Charakter läuft dann halt einfach so weiter. Ich drücke jetzt hier zum Beispiel nach rechts. Und danach drücke ich nach links, weil ich wieder nach links möchte. Aber das Spiel denkt, ich drücke gerade in beide Richtungen gleichzeitig. So, hä? Deswegen läuft er dann auf einmal so arschlangsam. Nee, nee. Ist ja genauso wie, wenn ich jetzt vorwärts laufe und dann auf einmal nach unten drücke, den Stick. Dann bleibt er einfach stehen. Gucke jetzt. Warte. Da war es gerade. Ich glaube, vorwärts drückt dann den Stick nach unten und auf einmal bleibt er einfach stehen, als wenn ich gar nicht nach unten drücken würde. Das liegt nicht am Controller, das liegt am Spiel. Und manchmal drücke ich nach rechts und dann läuft er einfach nach rechts weiter, obwohl ich nach links gedrückt habe. Und dann nach links halte. Tut er dann trotzdem so? Also es ist dann wie so, ich drücke 40% nach rechts und 60% nach links, also geht er nur 20% nach links, so langsam, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Also anstatt er dann 60% nach links läuft, geht er dann nur 20% nach links, weil er noch 40% nach rechts irgendwie gedrückt wird, obwohl ich gar nicht nach rechts drücke. Bei den einen Bosskampf mit diesem, der Weiße König, müsst ihr mal drauf achten. Ne, okay, da sind natürlich sehr viele Fights, aber das ist teilweise auch das so, dass ich angreife, dann den Stick nach unten drücke und dann rolle oder dann rollen möchte und dann machst du normalerweise eine Rückwärtsrolle, ne, so nach unten halt. Und auf einmal springt der nach hinten, der Charakter. Ich kann ja mal gleich zeigen, welchen Sprung ich meine. Ja, den Sprung meine ich. Und auf einmal springt der so nach hinten. So. Ne? Dieses normale nach hinten springen so. Das zeigt mir ja, dass er mein nach unten gar nicht registriert dann in dem Moment. Und wie gesagt, das ist schon so oft passiert, dass ich vorwärts drücke und dann nach unten. Und dann bleibt der einfach stehen und tut so, als wenn ich gar nichts drücke. Das Sinn?
früh. Das ist hier, nee. Vor allen Dingen, ich habe jetzt über Steam auch schon die Todeszone und sowas eingestellt, ne? Von wegen 25% vom Controller-Innenkreis ist komplett tot. Da kann ich jetzt so ein bisschen reindrücken und da passiert halt einfach nichts, bevor die überhaupt anfängt zu laufen, ne? Das habe ich auch erstmal gemacht, weil ich immer so nach vorne gedrückt habe. Guck mal, ich drücke jetzt volle Kanne nach oben. Guck mal, wie er langsam erst Speed aufbaut. Hast du es gerade gesehen? Wie er so... ersten Gang. Zweiten Gang. Dritten Gang. Das ist das Spiel, das ist nicht der Controller. Da wieder, ich drücke volle Kanne nach oben. Und hier war das der normale. Ich versuche ja immer noch dieses. Von wegen, wenn du rückwärts gehst oder so. Dass er das irgendwie gar nicht registriert. Dass ich rückwärts drücke. Wieder voll langsam, hast du gesehen. Was wir sagen, was der will, ist das Spiel. Der Movement ist verkackt. Ja, ich spiel auch noch mit. Zeit, dass sie nicht mehr wiederkommen, die Gegner. Ich kann hier ganz gechillt langlaufen. Schön daneben gesammelt, ne? Was war das? Was war das? Sicher ist sicher. Gehen weg. Okay, mal wieder. Wieder weggesprungen. Ja, 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 ja. Komm, in Ruhe. Mal durch später Platz, habe ich auch kein Problem mit. Dann mache ich euch später platt. Kein Problem.
Reichweite ist. Auf jeden Fall langsam, oder? Kopf. Bin noch nicht getroffen. Immer nur 92. Der mit seiner scheiß Armoy. Alter, schon wieder, ne? Ich hab mehrmals gedrückt, dass er angreifen soll. Er haut nur einmal zu. Und ich wundere mich gerade, warum kommt kein zweiter Schlag? Kabel, wo willst du hin?
Ne, sicher, sicher. Gönn dir. Weg? Ja, natürlich gut. Die anderen beiden mal später irgendwann. Ja, nicht jetzt. Ja, bleib stehen jetzt, meine Fresse. Hau schon auf den Kopf. Ich hab's nur 92. Scheiß Feuer, ey, wirklich. Scheiß Feuer, ey. Holy shit. Ich hoffe, das hat gezählt, dass der jetzt da weggecountet wird. Das Spiel ist nervig. Du wirst dazu gezwungen, alle so häufig zu töten, dass sie halt nicht mehr neu spawnen. Du wirst einfach dazu gezwungen. Ich bin dran. Danke. Unser Zauberer-Dude. Kommt er nicht mehr, oder was? Weggefahren.
ihr Pfotzen, ey. Nice. Nice. Doppel nice. Gestern mal geguckt, wie man das Moonlight Sword kriegt. Ja, tatsächlich kriegt man das, wenn man diesen Typen, der das Moonlight Sword hat, ne, den muss man dreimal bei einem Boss mitnehmen, beschwören. Ja, damit man. Ja, damit man den halt. Hat. Was soll ich das sagen? Also man muss ihn dreimal mitnehmen und dann triffst du ihn so an zwei Stellen oder so. Man muss halt mit ihm immer reden. Das habe ich auch gemacht, ne? Nee, du musst ihn mitnehmen bei einem Boss, den Boss besiegen und er muss dabei überleben. Das ist wichtig. Und wenn du das gemacht hast, kriegst du von ihm das Moonlight Sword. Plus seine komplette Rüstung. Und ich glaube noch sein Schild. Irgendwas mit Karma oder so heißt das. Ja, und wenn du das natürlich nicht gemacht hast, kannst du sein Schwert trotzdem noch kriegen. Aber dafür musst du ihn töten. In dieser Erinnerung.
Und er ist ja schon in dieser Erinnerung, also gehen wir jetzt rein. Und seine Rüstung kriegst du nicht, also jedenfalls nicht von ihm. Was du allerdings machen kannst, ist, du kannst die Rüstung, glaube ich, von irgendeiner Händlerin kaufen oder so. Also sobald du ihn getötet hast, hat dann die Händlerin die Rüstung von ihm. Blaumond Großschwert. Blaumond Großschwert. Okay. Ich hätte vielleicht noch ein paar Seelen sammeln sollen in der Dings. Erinnerung hätte ich vielleicht noch ein paar Seelen sammeln sollen, egal. So, das Ding ist, es ist aber leider nicht das echte Moonlight Sword, weil das nämlich nicht mit Magie skaliert, wie das Original. Blaumond Großschwert, die Klinge dieses Großschwerts glänzt wie die funkelnden Strahlen des Mondes. Die Ältesten heute kaum noch erzählten Legenden besagen, dass dieses Schwert durch ein großes weißes Wesen in die Welt kam. Was erklärt also dieses leblose Waffe? Möglicherweise passierte ein Fehler. Ja, also eigentlich ist das Ding ein Fake-Schwert. Das echte Moonlight Sword gibt es, glaube ich, nur in Dark Souls 3, Demon's Souls und Dark Souls 1. I knew you. Und hier in Dark Souls 2 gibt es nur das Fake-Ding. Vor allen Dingen, ich glaube in Dark Souls 1 und Dark Souls 3 musste das mit Funke-Titanic, glaube ich, sogar upgraden. Das echte Mondlichtschwert. Nix singen. Haut auf Mana. Aber wir werden das, glaube ich, zum richtigen Moonlight Sword machen. Ich werde da nochmal zurückgehen in die... das schon. In die Erinnerung ein paar Seelen vom... Das Moonlight Sword zum Moonlight Sword machen dann tatsächlich. Cool. Ja, ich jetzt so häufig getötet, dass sie nicht mehr wiederkommen. Nice. Man ist gar nicht so daran gewöhnt, wisst ihr, dass denn die Gegner nicht mehr wiederkommen. Man ist so an Dark Souls 1 oder 3 gewöhnt, vor allen Dingen, wenn man die Spiele vorher gezockt hat, dass die Gegner ja immer wiederkommen, aber dem ist ja nicht so. Die kommen halt nicht immer wieder. Ja, ich werde noch mal ein bisschen versehen farmen. Ich weiß nicht wie viel. Ich werde wahrscheinlich so um die 15.000 oder so brauchen. Ich bin stark davon aus. Ich will jetzt aber auch nicht meine Checks dafür ausgeben, wisst ihr. Ich habe ja noch ein paar Checks. Versehen Checks. Die möchte ich ungern ausgeben.
Stattdessen holen wir uns hier schön Free XP. Was wurde ich da gerade getroffen? Schon wieder. Ich weiß was, ich weiß es. Diese komischen Ballisten. Warum trinkst du dreimal, wenn ich nur zweimal drücke? Ja, 400. Aber wie soll auch wirklich genau in diesen Eingang schießen, ne? Daneben Keule. Ich geh den nochmal auf. 2000 gibt's ja. Nice. Deswegen habe ich auch mal geguckt, nur weil ich das unbedingt wissen wollte, wie ich dann eigentlich so zum... What the fuck? Wie ich eigentlich zum ersten DLC komme, ne? Früher war es irgendwie so, habe ich gelesen, im Trivia, dass wenn man bei der ursprünglichen Version den DLC installiert hatte, hat man dann in seinem Inventar so eine Klaue bekommen. Bei Schola oder Schola of the First Sim, die Version, die wir jetzt so spielen, ist das leider nicht mehr so. Da muss man leider ein paar andere Sachen machen. Früher hat man sozusagen den Schlüssel freiwillig ins Inventar bekommen. Jetzt musst du Sachen dafür machen. Den ersten Teil der Sache haben wir tatsächlich schon, wie soll ich sagen, aus Versehen gemacht. Kannst du dich noch an das Areal erinnern, wo die ganzen Statuen rumstehen, die so Gift spucken und so? Da bin ich doch an der einen Stelle so runtergesprungen, wo dann diese zwei Riesen waren. Einen von dem Riesen aber doch so einen Schlüssel bekommen. Und der Schlüssel öffnet eine Tür. Und zu dieser Tür müssen wir hin. Und dann kriegen wir den Schlüssel für den DLC. Ich glaube, der Schlüssel... Der hier, oder? Vergessener Schlüssel? Ja, genau. Im Loch gefundener Schlüssel. Feingefertigt, doch von unbekannter Herkunft. Ins Loch von Majula wurde schon so manch Scheußliches geworfen. Und so hat sich mittlerweile allerlei Schmutz und Unrat angesammelt. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich will mal wissen, was das hier ist. Gewährt Zugang zum Thronzimmer unter dem Schloss. Erstens, welches Schloss? Oder hier, dieser schwere Eisenschlüssel. Führt euch in ein unbekanntes Land. Ja, kann auch sein, dass ich das schon hatte, aber... Ah, hier, führt euch in ein unbekanntes Land. Ah, das ist hier DLC 3, DLC 2 und der Schlüssel für DLC 1 fehlt uns. Now I get it.
regnet es einfach zu wenig, ne? Ein Hit ist einfach zu wenig. War sein Kumpel gekillt? Es ist gut an den Dingen. Du kannst halt hier so rumstehen, die kloppen sich da alle gegenseitig tot, kriegst dann die. Kriegst dann die Free XP hier. Weg mit dir. Wie sieht's denn da unten aus? Lebt ja noch alles. Ah, auf. Nicht weiterlaufen. Ja, wer ballert denn da? Achso. What the heck, was ist das denn? Ich hab gesehen. Was ist denn das für ein Bug? Nicht weiterlaufen. Guck mal, wie einfach weiterläuft. Unglaublich.